Your algorithm loves cats, but this is not a cat video. This is about algorithmic discrimination. Patricia für Algorithm Watch. Liebe Menschen in der Schweiz, wir reden heute über Ungerechtigkeiten durch KI und Algorithmen. Mes chers amours, restez à l'écoute, ceci est aussi pour vous. Du fragst dich jetzt sicher, wieso du diese Art von Video überhaupt in deinem Feed hast. Das liegt sicher am Algorithmus. Hallo. Schönes Video, Soli. Zurück zum Thema. Hast du zum Beispiel gewusst, dass Algorithmen Menschen allein aufgrund von ihrem Geschlecht diskriminieren? Es kann zum Beispiel sein auf Social Media, dass mir als Frau nur typisch weibliche Berufe und Jobs angeboten werden. Oder Personalabteilungen benutzen KI, die die Lebensläufe von weiblichen Bewerberinnen automatisch schlechter bewertet. Hey, Anja, was ist los? Danke, Patricia. KI kann nicht nur aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminieren. Algorithmische Systeme werden dazu eingesetzt, um die potenzielle Rückfälligkeit von Gefängnisinsassinnen vorherzusagen. Das hat dazu geführt, dass schwarze Menschen doppelt so oft fälschlicherweise als potenzielle Rückfällige eingestuft worden sind als weiße Menschen. La reconnaissance faciale et autres algorithmes ne doivent pas définir qui nous sommes et notre degré de handicap. Ja, auch queere Menschen können von Algorithmen diskriminiert werden. Zum Beispiel auf Social Media. Dort kommt es immer wieder vor, dass queere Influencerinnen blockt werden oder Themen zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt keine Reichweite überkommen und automatisch von den Algorithmen unterdrückt werden. Und das macht unsere Lebensrealität unsichtbar. Aber Estelle, was heisst das jetzt eigentlich genau? Danke, Mona. En bref, les algorithmes et l'IA sont basés sur des moyennes. Or, d'une manière ou d'une autre, tous les êtres humains diffèrent de la moyenne et peuvent donc être discriminés. Die gute Nachricht ist, wir können etwas machen. Die Politik muss dafür sorgen, dass wir vor Diskriminierung durch Algorithmen und KI geschützt sind. Unterzeichne jetzt unseren Appell am Bundesrat. Et montre aux algorithmes que ce sujet est important pour toi en partageant cette vidéo.